Was ist das da eigentlich für ein Haus daneben an? Wer wohnt denn hier? Wohnt hier jemand? Das sieht gut aus. Ich würde da gerne selber wohnen, bis natürlich auf den... Hier ist ja auch schon ein Friedhof im Garten. Ist das eine Kirche? Nee. Wer wohnt denn hier? Klingeln. Klingeln. Wohnt überhaupt jemand? Klingeln. Also im Grunde genommen ist es hübsch hier, ne? Kann man ja nicht anders sagen. Für Tränenmond, die erfolgreiche Schriftstellerin, wäre das hier natürlich die perfekte Behausung, wenn die Kinder später mal erwachsen werden. Ich würde sagen, dann lassen wir Tränenmond hier auf jeden Fall einziehen. Die zurückgezogene Schriftstellerin, die gleich neben dem Friedhof wohnt. Ich meine, das ist doch perfekt. Auch wenn der Friedhof ein bisschen klein wirkt auf einmal. So, sie könnte im Grunde genommen wieder Samen sammeln. Finde ich aber gerade ein bisschen unspannend, obwohl wir die später einpflanzen können. Kann sie denn... Ach ja, das Mausoleum besichtigen. Nee, komm. Die Katakomben erforschen ist besser als irgendein Buch zu lesen, von dem wir eh nicht wissen, was es für eines ist und was ihr hier nichts bringt und auch keinen Spaß macht. Wie zum Beispiel die Totenruhe stören. Das ist ja genau ihr Ding. Ein Kaffee. Kommt sofort. Ah, Joe, für dich ein Burger? Doppelt Käse, wie immer? Ja, ich geb dir ein bisschen was von meinem geraspelten Glückskäse, aber nur weil du's bist, Süßer. Nachher tanze ich noch ein bisschen für dich. Für ein bisschen Trinkgeld tut die Fricker alles. Hey, Billy Bob, schön, dich mal zu sehen, altes Gebäude. Ne Fanta, natürlich, ist doch klar. Nur das harte Zeug für Billy Bob. Hey, Will, wir brauchen neues Hack. Bestellung auf 3. Ja, die 27. 5 Cent reduziert, weil ich bald Geburtstag habe, du Arschloch. Ja, die kernige Herzlichkeit unseres kleinen Diners. So, nur mal kurz Frikadella bei der Arbeit beobachten. Och, der arme Junge. Sitzt der hier nachts einfach? Tränemond hat neben dem Skelett eine Feldflasche gefunden. Was Tolles, da in der Eile keine Zeit mehr war, um Wasser einzupacken. Nach all der Anstrengung ist Tränemond nämlich sicherlich durstig. Das heißt, die hat gar nichts erlebt, diesmal. Wie ich das, wenn ich das richtig sehe. Ich vermute, die Toten haben mehr Angst vor Tränenmond als umgekehrt. Vor allen Dingen, wenn sie sich wieder auszieht da drin. Das notgeile kleine Stück, das ist ja unfassbar auch. So, ach, er trainiert schon, aber der macht natürlich... Mann, du sollst doch hier an die Dinger gehen. Mach's mal wie die Clara Vargas. Du sollst doch Gewichte stemmen. Normales Training. Wir machen es mal schweißfrei. Dann kann er hier ein bisschen länger trainieren, hoffentlich. Und zwar so lange, bis die Bullen ihn wieder abholen. Huch. Ist das... Alma? Jamie David? Hinter dem Fitnesscenter Ball spielen? Also normalerweise würde man sich jetzt Sorgen um Alma machen, aber da es sich um Alma handelt, mache ich mir Sorgen um Jamie David. Vielleicht sind das ja gar, vielleicht ist er gar kein Ball, vielleicht ist er der Beckenknochen von ihr. Das Erforschen von Katakomben ist eine alte Sims-Tradition, die nur selten ertragreich ist. Doch Tränenmond hat Glück gehabt und Folgendes gefunden. Hey, endlich Tomatensamen, yeah. Das ist ja genau das Richtige. Wenn man durch die dunkle Gruft geht, dann findet man natürlich dort Tomatensamen, die sofort ins Auge fallen in dieser dunklen Gegend, weil die auch so riesig sind einfach. Ach, schön. So, mal gucken. Ist sie da fertig? Ja, wie sieht's denn hier aus mit Geistergezuppel, bitte? Oder muss ich da erstmal jemanden betrauen? Was ist denn das da? Ist das eine Pflanze? Ach, das ist eine Pflanze. Sah gerade von hier so schräg aus.
Betrachten. Hatten wir hier nicht neulich diese komische Pflanze hier? Kann man die denn gießen eigentlich? Nee, die kann man nur... Blume des Lebensbusch. Ich würde die ja gerne gießen oder irgendwas oder ernten, aber das geht ja, glaube ich, gar nicht. So, pass auf. Kann man hier vielleicht trauern? Nee. Kann man vielleicht an diesem Grab hier trauern? Dann machen wir das wenigstens mal. Während Fridolin hier wieder alles gibt. Ich bin schon ein richtiger kleiner Tausendsasser. Langsam Wadenkrampf, Freunde. Tränemond hat eine brennende Fackel gefunden, die sich als wirklich nützlich erweist. Das Problem ist nur, dass sie ein paar unheimlich aufdringliche Motten anzieht. Aber dagegen kann man wohl nichts machen. Nichts. Nichts. Ja, sehr dramatisch auch. Immerhin handelt es sich wahrscheinlich um die gefährlichen Killermotten. Killermotten, Killermotten, Killermotten böse. Ja. Es funktioniert einfach nicht, da irgendwie Dramatik reinzubringen. So, Frikadella hat gleich alles fertig gearbeitet. Hey Joe, Kaffee ist alle. Was, ich soll die Krönung reinhauen? Nee, nix da. Ich nehme den alten Scheißsud, wie immer. Schweinefett. So, Kochkunst. Du musst unbedingt lernen, wie man Fisch und Chips zubereitet, denn das ist eine Spezialität des Hauses. Lies das Rezept sorgfältig durch und präge es dir dann ein. Aber dafür müssen wir noch nach England reisen. Hört man mich mit dem Finger auf die Tastatur klopfen im Hintergrund? Moment. So, das ist ein ungeduldiges Entscheidungsklopfen, oder tue ich es nicht, weil wir haben 1000 Simoleons und Frikadella könnte ja eigentlich mal ins Ausland fliegen. Wollen wir das einfach mal machen? Ich habe keine Ahnung, wie es geht. Wir nehmen das einfach mal an. Ort sehen. Ach so. Ach, den Ort hier. Ich dachte... Ja, Fisch und Chips muss man bestimmt nach England, vermute ich mal. Ich glaube nicht, dass das Rezept hier gibt. Ich nehme mal an, was soll's, komm. Joe, ich mach das mit den scheiß Fisch und Chips, ne? Jetzt gib mal die Kohle, ich hau ab. So, bloß raus aus dem scheiß Ranzschuppen. Fickt euch. Was? Das habe ich nicht gesagt. Das war Frikadella. Oh, ein riesiger, aufgebrachter Zombiebär ist plötzlich vor Tränenmund aufgetaucht. Diesen grauenhaften Anblick wird Tränenmund für das ganze Leben nicht vergessen. Die Expedition hat tiefe Spuren in der Seele von Tränenmund hinterlassen. Und wahrscheinlich hat Tränenmund auch tiefe Spuren in der Seele der Expedition hinterlassen. So wie wir sie kennen. So, hat sie sich natürlich wieder ausgezogen, ist doch klar, da würde ich als Grizzly auch ausflippen, wenn da plötzlich so eine halbnackte, komische Emo-Tante durchs Grab schippert. So. Tränenmond-Schlömpel betrauert den Verlust von Gaylord Coffee. Ach Mensch, der arme Gaylord Coffee, das tut mir aber leid. Mensch, gerade den hat's erwischt. Von hinten wahrscheinlich. Ach, schön. Ach, der arme Gaylord hat aber einen prächtigen Zipfel hier auf seinem Grab. Muss man schon anerkennen. Gertrude Pflanzburg. Ah ja, ah, komm, dann gehen wir hier mal durch. Ich bin so traurig. Oh, der Weltschmerz. Oh, er vereinigt sich in mir. Die Leere. Die Leere. Das wird euch eine Leere sein.
Kleiner Kahn! Keine Geister! Was? Erdrick Gnomheim? Ach du Heilige. Da würde ich auch trauern, wenn ich so heiße. Hieße. Wenn ich so hieße, natürlich. Opal Suali. Warte mal, Suali? Kennt man ihn nicht? Suali? Der gute alte Swalls? Wer kennt ihn nicht? Ach, der ist tot. Wusste ich gar nicht. Und Tränenmund muss abhauen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die Bullen bis hierher kommen oder... Mal gucken. Also die Bullen werden es doch bestimmt nicht abholen, wenn wir ja gerade um unsere Onkels und Tanten trauern. Vor allen Dingen Vincent Skullfinder. Also Schädelfinder eigentlich. Ach, ist sie traurig. Louis Sue. Geister, wo seid ihr? Cornelius Nelson. Ja, ja, jetzt weiter im Text. Wen noch? Wen haben wir da noch? Jetzt trau doch mal schneller, bitte. Joel Astroman. Yeah. Okay, jetzt haben wir es fast alles durchgetrauert hier. Ach, guck mal, trauern. Kenne ich den Namen nicht? Nee, Jenny Clavel. Ach, steht immer dabei. Basil Flores. Pass mal auf. Wenn der hier wieder auftaucht, der Basil, dann trauern wir die ganze Zeit. Ja, dann geh doch mal hin und trauere dort, bitte. Das wirkt authentischer. Anstatt, dass du ja quer über den Friedhof heulst. Mann, wie nervig muss das sein. So, ein Geist ist aufgetaucht. Basil. Basil. Basil! Scheiß verkackter Basil-Arschloch-Kacken-Typ. Mann. Blues spielen auf dem Friedhof. Naja, eigentlich hätten sie es ja verdient, dass die Tränenmund hier Lieder singt, aber ich glaube, inzwischen ist die schon zu gut geworden. Blankes Entsetzen, naja. Frikadella, es ist dunkel. Wieso sitzt sie denn hier im Dunkeln? Einschalten. Alle Lichter. Naja, komm, dann kannst du ja auch mal die Spülmaschine reparieren. Handwerker anrufen, du reparierst das schön selber. Na, Frau Hosengurk, was wollen Sie denn hier bitte schön vor meiner Haustür? Verschwinden Sie aus dieser Stadt. Niemand möchte Sie hier und... Wir hatten eine Sprengfalle platziert. Ob das der Fridolin war, der heute ein bisschen seine Tage hat? Apropos seine Tage haben, was macht denn der Fridolin eigentlich? Ach, der möchte jetzt auch gern sportlich auf... Ich dachte, der ist hier gerade am Trainieren. Er ist ja wohl unfassbar. 6 Stunden angestrengt trainieren, ja, hätte er ja haben können. Level 6 hier, Level 6 der Sportlichkeit erreichen, das wäre schön, wenn er das mal täte, statt hier sich die ganze Zeit selber vom Spiegel zu bewundern. Die alte Faulsau. Das glaubst du selber nicht. Ja, Gewichte stemmen. Ach so, ach, der ist zu müde wahrscheinlich, der ist noch zu schmächtig. Der kann noch gar nicht so lange trainieren. Was kann er denn dann machen? Harndrang. Vielleicht kann er ja 6 Stunden lang aufs Klo gehen und da einfach mal... die 10 Gramm in der Hand halten. Das könnte eventuell klappen. Ist jetzt nicht der Supersport, aber naja. Ach ja, und danach muss er auch nach Hause. Nein! Na, oh, das darf doch nicht wahr sein. Vom Scheißhaus geholt von den Bullen. Das glaubst du ja nicht.